Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock und dem Beagle. Er ist gerade dabei, eine Little Sister zu holen. Zumindest gehe ich davon aus. Und das werden wir nutzen für uns. Denn das ist die letzte, die uns noch fehlt. Und da wir jetzt mittlerweile auch Big Daddy-Geräusche machen, bin ich nämlich irritiert und sehr dankbar, einen realen Big Daddy gefunden zu haben. Wir lassen ihn mal. Ah, ich freue mich schon auf Teil 2, wenn wir das dann machen. Da sind die Big Daddies tatsächlich nicht mehr die größte Gefahr. Und dann kommen nämlich die Big Sisters. Okay. Danke, Mr. Bubbles. Ah, oh, Mr. Bubbles ist jetzt tot. Nein! Jede Little Sister begegnet. Danke. Danke. Gerne. Welt, nicht wahr? Wie kann ich dir für deine Güte danken? Ich schicke dir noch eine kleine mit einem Zeichen unserer Wertschätzung. Gute Nacht, kleine Maus. Schlaf gut und träum was Schönes. Jetzt kann ich mich meiner eigentlichen Aufgabe zuwenden. Die da wo gewesen wäre? Wo wäre sie gewesen? Ich weiß es nicht. Ich bin dem Big Daddy einfach hinterhergerannt. Hier hat Frank Fontaine irgendwas zu uns gesagt. Also könnte ich hier gar nicht mal... Oh. Der Big Daddy verleiht dir Widerstand gegen... Ah. Oh. Danke. Können wir das nicht ein bisschen netter formulieren? Und schon sind wir im Geschäft, wie man so schön sagt. Ich finde es ein bisschen frech, dass ihr mir sagt, oh, wir machen dich zu einem richtig fetten Monster. An deiner Stelle würde ich umdrehen, Kleiner. Du wirst hier nichts finden, außer Schmerzen. Ja, sieh dich an. Du siehst genau aus wie diese. Was haben wir nur getan? Was haben wir? Jetzt die Stiefel. Nein! Solltet ihr nicht Respekt vor mir haben, weil ich ein Big Daddy jetzt bin? Oder sehe ich das ein bisschen falsch? Also das mit dem Respekt, weil ich ein Big Daddy bin, das funktioniert nicht so, ne? Ah, ich habe alles Geld schon zusammen. Ärgerlich. Oh, die Sicht ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn ich ehrlich bin. Aber wo könnten die Schuhe sein? So, die hatten einen Haufen Geld mit. Das hole ich mir jetzt mal kurz. So. Nee, die nicht, aber der da vorne war es, meine ich. Gut. R für nachladen. Ich muss aber gestehen, und das hat jetzt gar nichts mit dem Spiel zu tun, sondern mit mir, ich muss sagen, dass ich mit meinem Commentary etwas sehr unzufrieden bin. Hier, weil ich finde, man merkt mir deutlich an, dass ich nicht Krieg ist heimisch schrecklich. Bin. Die Japaner haben jeden Einzelnen in meiner Stadt umgebracht, außer Su Shong. Su Shong hatte Opium. Sehr gutes Opium. Dieser Krieg hier ist zwar auch schrecklich, aber nicht für Su Shong. Jeder hat Angst. Jeder er redet von Adam. Sich in der dritten Mehr Person, als das finde ich immer Sisters sehr produzieren können. Das Gute am Krieg ist, dass es viele Leichen gibt.
Sushong weiß nämlich, wie man aus Leichen das Adam zurückgewinnt. Aber ich kann die Little Sisters nicht ohne Schutz auf die Straße schicken. Sushong muss darüber nachdenken. Er ist schon tot, okay. Ich weiß nicht so genau, wo ich hin muss, wenn ich ehrlich bin. Warte mal. Ziele. Finde Big Daddy Stiefel. Armored Escort, okay. Das ist wo? Armored Escort. Da, wo ich gerade bin, okay. Perfekt. Hier, ne? Da ist der arme Kerl. Okay. Ob es ihn interessiert, dass wir burnen? Dass die Stiefel hier sind. Verdammt! Weißt du, eigentlich solltest du mir dankbar sein. Ich habe dich hierher gebracht. Ich habe dir gezeigt, wer du wirklich bist. Alle haben dich immer nur angelogen, bis ich gekommen bin. Verdammt nochmal, die Big Daddy-Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Krieg ist schrecklich. Die Japaner haben jeden Einzelnen in meiner Stadt umgebracht, außer Sushong. Ich weiß nicht, warum er die Sushong hatte Sachen Opium. Teilweise doppelt. Sehr gutes Opium. Dieser Krieg hier ist zwar auch schrecklich, aber nicht ich habe mich doppelt Schock. Drauf gedrückt. Jeder hat Angst. Jeder braucht Adam. Mehr als die Little Sisters produzieren können. Das Gute am Krieg ist, dass es viele Leichen gibt. Sushong weiß nämlich, wie man aus Leichen das Adam zurückgewinnt. Aber ich kann die Little Sisters nicht ohne Schutz auf die Straße schicken. Sushong muss darüber nachdenken. Herzlichen Dank. Das ist doch. Gib mir mein Mädchen zurück! Nein, 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 aua! Aua! Bitte schön. Das nehme ich gerne. Plasmiden-Slot. Ich habe halt nicht mehr Plasmide, wenn ich ehrlich bin. Und ich will auch gar nicht mehr Plasmide haben. Oh, komm. Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Okay. Vielleicht hole ich mir den Insektenschwarm 3. Aber wo ist die Bibliothek? Atrium Balkon. Tauchkugel. Optimize Eugene, Atrium, Balkon. Ich glaube, ich muss in jedem Fall runter. Okay, dann schauen wir mal unten nach. Geht schneller nach unten. Little Wanderers, das ist es nicht. Wie lautet die größte Lüge der Welt?
Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit... Nö, das ist es auch nicht. Oh, ich lieb's, dass ich einen Pfeil eingeblendet bekomme, wo ich hin muss. Der Altruismus. Hm. Ich check's nicht, Leute, wirklich nicht. An die Mendel Memorial Library. Aber wo ist die? Wo ist denn die Mendel Memorial? Ist die überhaupt hier? Ich komme da nicht so ganz mit, wo die sein soll. Der Parasit hasst drei Dinge: den freien Markt, den freien Willen und. Nee, da komme ich ja auch nicht hin. Ich habe doch keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Warte mal, ist das überhaupt hier? Offensichtlich kann ich das nicht sehen. Ich muss sagen, dass ich das jetzt gerade sehr ungünstig finde, dass man mir nicht mit einem Pfeil zeigt, wo ich hin muss. Gerade für jemand, der so orientierungslos ist wie ich, ist der Pfeil eigentlich essentiell. Und die denken sich halt, findet schon irgendwie die Library. Ich würde das hier als Library definieren, aber... Ich meine, das hier sieht doch aus wie eine Library, oder? Stehen die Schuhe hier irgendwo rum? Bin ich blind? Ich geh jetzt nochmal hier hoch. Ich weiß nicht, wo das sind. Was denn? Ach komm, leck mich am Arsch an. Hat das gereicht? Ja, das hat gereicht. Okay. Gut. Ich wurde ein bisschen getroffen, aber es macht nichts. Das war jetzt aber auch pures Glück, dass ich das gefunden habe, wenn ich ehrlich bin, ne? Hatte ich gehofft, ne? Aber er sagt no. I don't care. Mach damit!
geschafft. Ein Kind ohne Mutter, das Ergebnis eines ausgereiften Ich find's witzig, dass mir jetzt natürlich wieder alles angezeigt wird, ne? Kann ich hier noch irgendwas machen, was ich möchte? Nö. Okay. Okay. Ich muss, glaube ich, dann hier... Ja, Tannenbaum ist gut. Sie aus dem Versteck locken, dann werden sie dir die Tür öffnen. Los jetzt, schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Mit der Rohrzange. Ei, Kleine. Oh, bitte. Es ist mir sehr wichtig, dass du mit den Kleinen behutsam umgehst. Ach, meine kleinen Mädchen. Das wird jetzt scheiße werden, Leute. Das wird jetzt richtig scheiße werden. Keine Sorge, ich versuche dich so gut wie es geht zu retten. Aber das ist nicht leicht. Achso, das muss ich machen. Trainingsgelände. Nein, das mag ich nicht. Ich habe ganz verdrängt, dass wir so eine Passage drin haben. Okay, Kleine, ich versuche so gut es geht. Die Kleinen werden dich zum Fortein führen, aber du musst ihr Beschützer sein. Ah, okay. Ja. Ich gebe mir Mühe. Ich bin nicht so weit. Wo ist sie denn? Kleine, wo bist du? Ich bin soweit. Kleine, wo bist du? Gehen wir, Mr. Bubbles. Wo ist die? Hä? Gehen wir, Mr. Bubbles. Ja, aber Kleine, wo da bist du? Mach mich fertig. Ich bin soweit! Nein, warte! Nein! Von irgendwoher ballert's. Komm, gehen wir! Ja. Oh Gott, ich hab Schiss, dass ich den kleinen Schade. Ich bin soweit! Lass mich mal vorgehen. Ich bin soweit. Ja. Komm mit. Was willst du denn? Dann geh doch ein bisschen schneller, kleine Maus. Nur ein bisschen schneller. Muss nicht viel schneller sein, aber ein bisschen. Gehen wir, Mr. Bubbles! Ja! Ich bin soweit! Ich muss die Kamera loswerden. Bist du soweit? Ja? Komm, gehen wir! Kommst du? Bitte? Anne, kommst du? Gehen wir, Mr. Bubbles! Oh Gott, Leute, das wird ungeil werden, weil die den jetzt looten wird. Gehen wir, Mr. Bubbles! Guck mal, Mr. Bubbles! Adam! Ach, schau sie dir an. Obwohl sie eigentlich von ihrem Sammelzwall befreit sind, bringst du Chance mentale Manipulation sie dazu, ihrer schrecklichen Tätigkeit weiterzumachen. Sünde wie diese kann kein Mensch wie mir gut machen. Es macht mich etwas ganz Besonderes. Ja. Ich bin soweit. Ich bin ein braves Mädchen, Mr. B. Ich sehe Eden, Mr. B. Gehen wir, Mr. Bubbles.
Das war ein schöner Engel. Verkomplizier die Sache nicht. Nein, du wirst nicht an die Kleine kommen. Als ob er tanzt. Ich bin soweit. Inwiefern bist du so weit, Kleine? Er sieht traurig aus, Mr. B. Los, geh mir, Mr. Bubbles. Schätzchen, du bist ein normales Mädchen. Komm, Mr. Bubbles. Nein. Der Engel da sieht aus, als ob er tanzt. Ich bin soweit. Bist du so weit? Wirklich so richtig weit, weit, weit? Dann bitte lass uns bewegen. Komm, gehen wir. Ja. Du bist die, die sich nicht bewegt, kleine Maus. Komm, Mr. Bubbles. Ja. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ich hab eine Idee. Bist du, Kleine? Das ist eine Kamera. Die sollten wir erledigen. Gehen wir, Mr. Bubbles! Ist da auch ein Schuss? Ja. Ich bin soweit! Ist das so? Okay. Ich bin soweit! Der ist zum Platz. Sieh dich vor, Fallen, Mr. B. Die Ernte wird bestimmt die Spicer herlocken. Das war ein schöner Engel, Mr. B. Komm, gehen wir. Bäden Sand. Du packst mir die Kleine hier keinen Fall an. Wo denn? Er sieht traurig aus, Mr. B. Oh Gott, die Kleine hat Schaden genommen, du Arschloch. Ich bin soweit. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Bin ich auch voll Adam sammeln ist toll. Es macht mich zu was ganz Besonderem. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ja, dann geh doch. Die geht. Wow. Jetzt rennt sie auf einmal los. Renn doch nicht los. Nein. Hilfe. Hilfe. Es tut mir weh. Es tut mir weh. Ja, 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 Mr. Bubbles. Wow. Leute, wie viel habe ich überzogen? Noch nicht so ganz viel. Okay. Ich bin soweit. Gegen einen anderen Big Daddy möchte ich ehrlich gesagt gerade nicht kämpfen. Komm, Mr. Bubbles! Ja! Gehen wir, Mr. Bubbles! Ist auch hinter mir? Gut. Wir alle haben Rechnungen zu bezahlen und die Versuchung, etwas Edel zu besorgen. Komm, Mr. Bubbles! Aber ein Verstoß gegen die Ausgangssperre. Sag mir nicht, ist irgendwo noch ein. Verhalten Sie sich vernünftig und Sie ersparen sich Schwierigkeiten. Ich bin soweit! Komm, gehen wir! Okay. Wo will die Kleine hin? Gehen wir, Mr. Bubbles! Komm, Mr. Bubbles! Ich bin so weit. Eine Zeitverschwendung. Dieses Zeug ist der pure
die Kleine denn jetzt? Da hinten schon. Ah! Gehen wir, Mr. Bubbles! Ja, renn doch nicht vor! Meine Fresse, nee. Ich bin soweit. Renn die einfach vor. Wo ist mein... Gehen wir, Mr. Bubbles! Beeil dich! Die Ernte wird bestimmt die Pflanze anlocken. Der Engel da sieht aus, als ob er tanzt. Komm, gehen wir! Er sieht traurig aus, Mr. B. Komm, Mr. Bubbles! Ich bin ein braves Mädchen, Mr. B. Gehen wir, Mr. Bubbles! Ja. Das war ein schöner Engel, Mr. B. Guckst du, hast du ganz gestohlen? Machen wir mit, ne? Ich bin soweit! Er sieht traurig aus, Mr. B. Macht nichts. Hauptsache, Kleine, du bist langsam mal soweit. Gehen wir, Mr. Bubbles! Geh mir doch. Kleine, bist du mir im Weg? Bist du mir im Weg? Gehen wir, Mr. Bubbles! Boah, ich muss danach erstmal shoppen gehen, Leute. Boah, das wird eine XXL-Folge. Ich bin soweit! Was ist die Kleine denn jetzt? Da ist die Kleine. Komm, Mr. Bubbles! Ja. Geh doch dann bitte. Warte mal, lass mich mal bitte einmal vorgehen. Nicht, dass hier noch irgendwo ein Geschütz ist. Komm, gehen wir! Wenn da ist was gekommen, Mr. B! Zieh ihn auf! Komm, Mr. Bubbles! Oh. Gehen wir, Mr. Bubbles! Die Mädchen bleiben besser bei dir. Was? Lieber bei dir, als allein in der aufziehenden Dunkelheit. Komm, gehen wir! Warte mal kurz, Kleine. Okay, ich komme. Gehen wir, Mr. Bubbles! Wo denn? Gott! Ich will dieses Kind nicht mehr beschützen. Ich habe Angst, dass es stirbt. Ich bin soweit. Da brennt's. Warum brennt's da? Mit der Dose wäre vielleicht ein normaler Arbeiter zufrieden oder so ein Bürohengst. Aber ich brauche mehr! 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 Ich will mich so lange entfleißen, bis nichts mehr da ist. Die Menschen kommen, Mr. Bubbles. Aber am Ende. Jetzt ist es nicht mehr weit. Fontaine ist ganz in der Nähe. Ja, aber nicht mehr heute. Bald bis Haya Bettchen, sagt sie. Ja. Moment, Kleine. So, du musst die Nadel der Little Sister benutzen, um Fontaine sein Adam herauszusaugen. Das ist der einzige Weg, ihn zu besiegen. Oh, aber bestimmt nicht jetzt. Steckt sie den bösen Mann rein. Ihr seht vielleicht, dass die Little Sister hier jetzt anders ist als meine Little Sister, die ich im letzten Durchgang hatte. Das liegt daran. Ja, ja, Kleines, okay. Dass der Beagle ganz schlau war. Und leider Gottes. Worauf wartest du? Nimm die Nadel. Anstatt letzte Mal zu speichern, da hat er geladen. Und ich musste dann den Autosave-Punkt nehmen. Und der ist tatsächlich vor dem Little Sister-Ding gewesen. Ja, steck sie den bösen Mann rein! Ja, ist gut.
War ein bisschen ärgerlich. Die Kleine ist mir voll vom Geschütz gerannt. Fontaine wartet oben. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Vergewissere dich, dass du bereit bist, ihm gegenüberzutreten, bevor du weitergehst. Hola, amigo. Mir ist was aufgefallen, meine Lieben. Ich hab den Sound viel zu laut gehabt. Mei. So. Ich hoffe, das geht weg. Kleine Maus, bist du jetzt schlafen gegangen oder so? Keine Ahnung, was ich jetzt am besten gegen Fontaine mache, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, der Kampf wird nicht schön werden, gehe ich davon aus. Aber Schrot ist gar nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Naja, probieren wir es mal. Aber heute ist definitiv Finale. Weil wir jetzt nur noch den Kampf gegen Fontaine haben. Aber zumindest ist mir im zweiten Durchgang auch die Little Sister nicht gestorben. Ich kann mich noch erinnern, wie diese Frau und ich dich in das U-Boot gesetzt und dich nach oben geschickt haben. Da warst du höchstens 2 Jahre alt. Traurig. Ja, du warst mein Ass im Ärmel. Aber du warst für mich auch fast sowas wie ein Sohn. Du Lügner. Deswegen schmerzt es jetzt. Das schmerzt dich überhaupt nicht. Manches im Leben tut das. Speichervorgang läuft. Oh ja, apropos Speicher. Ich darf nicht speichern, scheiße. Ach du Scheiße. Leg dich nie mit kleinen Kindern an, ha? Man hat dir die ganze Stadt angeboten. Und du hast sie abgelehnt. Und was hast du stattdessen gemacht? Das, was ich von dir erwartet habe. Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, das man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance.
Die Chance zu lernen. Die Chance, Liebe zu finden. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Eine Familie. Schön, diesem kleinen Mädchen eine Zukunft zu geben. Ihr wisst, emotional Beagle ist emotional Beagle. Oh Mann. Der Kampf gegen Atlas in Antwort ist schwieriger in der Lohn gehabt. Gehe aber davon aus, dass es was mit meinem Schwierigkeitsgrad zu tun hatte. Bin ich völlig fein mit, ist in Ordnung. Aber ich muss sagen, dieses Ende mit den Little Sisters, wenn man belohnt dafür, sie zu werden, muss ich einfach sagen. Und er hat, obwohl er ja dieser Big Daddy geworden ist, ja, eigentlich ist er im Grunde ihr wahrer Big Daddy geworden. Ist alt geworden, hat unschön quasi seine Töchter gehabt, auch wenn es nicht seine Töchter waren. Und das Ende habe ich schon immer als wunderschön empfunden. Alles in allem ist dieses Spiel, dafür, dass es schon unfassbar alt ist, ich glaube, das hatte ich gesagt, 2007 oder so, ein unglaubliches Meisterwerk. Die ganze Atmosphäre, Rapture, ist von der Atmosphäre her unfassbar geil. Der ganze Twist mit Atlas und Ryan ist super gut inszeniert und erzählt. Ich mochte einfach alles. Die musikalische Untermalung top. Die Grafik für 2007 auch absolut in Ordnung. Gerade die Wassereffekte, ein Traum für dieses Jahr. Ich finde, sogar heute sieht das Spiel sogar noch total in Ordnung aus. Damals hat Bioshock einfach Meilensteine gesetzt. Ich meine mich zu erinnern, ich habe die Handlung von Teil 2 fast gar nicht mehr so im Kopf. Ich weiß, dass man einen, ich sag mal, ausrangierten Big Daddy spielt. Was ich genau mache in Bioshock, weiß ich nicht mehr. Ich hoffe übrigens, dass es bei mir anstandslos läuft, Teil 2, weil ich, als ich es damals privat gespielt habe, am PC das Problem hatte, dass mir an einer gewissen Stelle das Spiel ständig abgestürzt ist und ich nicht mehr weiterspielen konnte. Ich hoffe, das passiert uns hier jetzt nicht. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Aber ja, in Teil 2 geht's nochmal nach Rapture runter. Wir sind ein Big Daddy. Auf der Suche nach... Ich weiß gar nicht, wonach wir auf der Suche sein werden. Wir werden es gemeinsam rausfinden. Aber ich bin voll mit der Kamera über die Ehre, wem Ehre gebührt. Das ist egal. Aber auch so, also ich habe ja auch das Buch dazu gelesen, wo dann erzählt worden ist, wie aus Rapture überhaupt dieses Rapture geworden ist, was da alles bis dahin schief gehen musste, damit diese Stadt wirklich untergeht. Und es waren nicht viele Leute. Also wenn man sich nur exzentrische Menschen dahin holt und ganz wenig normale Menschen, dann passiert das. Dann geht es relativ zügig, dass so eine Utopie untergeht. Interessante Charaktere dabei, obwohl wir sie relativ ziemlich getötet haben. Als die Musik höre, allein diesen Künstler mit seinen Fotos, der hat mich unglaublich an den aus Evil Within 2 erinnert. Vom Stil her, ich glaube, die haben sich daran orientiert in Evil Within 2. Dann hatten wir den unglaublich beknackten Chirurgen, der auch einfach nochmal gezeigt hat, wie krank das Ganze da oben eigentlich gewesen ist. Wir hatten die Wissenschaftlerin, die einfach von Ryan aus dem Weg geschafft worden ist, weil sie nicht getan hat, was Ryan wollte. Also Ryans eigenes Credo, keine Götter, keine was auch immer, sondern nur Männer, ist relativ, wenn man selbst in seiner eigenen Stadt Gott spielt. Dann haben wir Atlas, / Fontaine. Nicht aufpasst, was man sich in seine Stadt holt, holt man sich auch schon mal gern den Teufel in seine Stadt. Und er hat mit dazu beigetragen, dass da, also mit, er war der Hauptstrippenzieher, dass Rapture so geendet ist, wie es eben geendet ist. Interessant daran ist ja, dass unser Protagonist mit den Little Sisters abgehauen ist und diese Stadt einfach sich selbst überlassen hat. Und wir werden sehen, wie es dann eben in Rapture ohne Andrew Wine und Fontaine
weitergeht, weil nur weil ihr die Hauptstrippenzieher getötet haben, heißt es ja nicht, dass es da nicht auch weitergeht, dass da unten nicht trotzdem immer noch Menschen daran glauben, dass sie Rapture für irgendwelche Ziele benutzen können, weil diese Stadt existiert ja trotz allem noch weiter. Da freue ich mich auch drauf, das mit euch zu machen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr Bioshock mit mir geguckt habt. Verzeiht mir ein wenig, dass ich es mir einfach gemacht habe, aber ich habe es ja schon erklärt mit dem Schwierigkeitsgrad. Gerade am PC mit Tastatur ist es sogar nochmal was anderes, als wenn ich mich freiwillig entscheide, über Spider-Man auf einfach zu stellen. Dadurch, dass ich im Moment viel Fluktuation beim Zocken habe, ist meine Geduld mit dem Schwierigkeitsgraden einfach gleich null. Ich glaube, privat sieht es einfach anders aus. Ich glaube, jeder, der selbst Let's Plays aufnimmt, versteht, wie viel an Konzentration einfach nur fürs Reden drauf geht. Das ist der Wahnsinn. Das muss ich auch nach einem Jahr immer noch feststellen, wie heftig das ist. Wir sehen uns auf jeden Fall in Bioshock 2 wieder. Oder in einem anderen Projekt. Das laufen ja einige bei mir auf dem Kanal. Da sind wir schon am Anfang wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir können aber mal abseits dessen, und bedanke mich auch, dass ihr zugeschaut habt, aber wir können einmal gucken, was die zusätzlichen Willkommen in den Duellräumen von Bioshock, Na gut, dann haben wir da nichts mehr. Dann ist das jetzt eine kürzere Folge, die ist echt nicht lang, 12 Minuten. Vielleicht hänge ich die an die Folge dran. An die letzte. Mal gucken, das weiß ich noch nicht. Also ihr Lieben, haut rein.